Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play GTA 5 LSP. Ja, heute sind wir wieder im Alaska State Trooper Ford Expedition unterwegs und werden hier mal so in den bergigeren Regionen von Alaska eine Patrouille machen, gucken, was uns denn so erwartet und einfach darauf hoffen, dass wir nicht erschossen werden. Also Standard, ne? Ich glaube, wir fahren ja sowieso zur Sackgasse hoch, oder? Ja, tun wir tatsächlich. Wir haben aber eine Person in Progress, eine Verfolgungsjagd, zu der wollen wir gleich schon mal hin. Wir haben jetzt leider kein ILS-Fahrzeug mit dem Wagen, aber ich dachte, wir können nicht immer das gleiche benutzen. Und es gibt hier jetzt noch kaum, während Aufnahmen noch kaum ILS-Fahrzeuge. Siren Mastery habe ich jetzt auch nicht drin, weil das habe ich noch nicht geupdatet. Naja, kein Problem. Okay, wir müssen hier aber erstmal Offroad. Perfektes Fahrzeug haben wir zum Glück dafür. Und ich glaube, es sind... Oh, wow, 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 wow. Es sind, glaube ich, zwei Personen weg da. Oh, wow, hallo. Ich habe gebremst. Da konnte ich gerade auch nicht mehr machen. So, mein Lieber, Hände hoch. Und runter. Alaska State Trooper. Ist mir genau in die Arme gelaufen. Beziehungsweise eher gesagt, in den Kühlergrill. Das ist echt praktisch gewesen von dir, danke. Wollt ihr vielleicht einen anderen verfolgen und nicht mich? Der andere, der da auch gerade wegrennt. Du setzt dich mal hin, wir brauchen für dich eine Local Transport Unit. So, und wir wollen zurück in unseren Trooper, beziehungsweise in unseren Expedition. Wir sind der Trooper. So, hier rum. Und wollen... dann die zweite Person, die zu Fuß flüchtig ist, erwischen. Der rennt in kurzen Sachen rum, alles klar. So. Und das ist eine Frau, hallo, von den Lost. So, wollen sie anhalten? Ich will den Hasen nicht überfahren, wissen sie? So, oh, ich habe sie nicht angefahren. Unfreundlich, ich will freundlich sein. Wollen sie anhalten? Das kann echt unangenehm werden. Komm, komm da, fahr. Häschen, aufpassen. Okay, dann machen wir es ihm unangenehm. So, und meine liebe Alaska State Trooper, stehen bleiben. Oh, das muss das sein. So. Bra, 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 bra. Alaska State Trooper, meine Liebe. So. Hinlegen und die Hände neben den Kopf. Wunderbar. Zentrale, zweites Ziel ist auch in Gewahrsam. Machen wir eben die Arbeit unserer anderen Cops, wenn es so sein soll. Gut, dann wollen wir hier natürlich nochmal eine, setze ich hin, dann bräuchten wir hier eine Local Transport Unit. Und wir steigen zurück in den Expedition. An den Hasen nicht überfahren, alles gut. Und wir haben gleich einen Fahrzeugdiebstahl. Zu dem wollen wir, schaffen wir, kein Problem, kein Problem. Bringt der Wagen locker ab. Okay, die eine Air-Unit von eben kommt gleich wieder hier hin. Das ist ganz praktisch, weil ich hätte eher eine gebraucht. Wollen wir hier rum auf die Baytree, auf dem Mount Han Road. So. Okay, das ist echt unbefriedigend, jetzt ohne Siren Mastery oder ILS rumzufahren. Weil man nur die eine Sirene hat. Man kann eben das machen, aber mehr nicht. Man hat auch nicht so viel Kontrolle mit Lichter. Das macht einen traurig. Das macht einen echt traurig, Leute. Okay, wir wollen ja aber schnell mit Highspeed um die Kurven. Das war knapp. Dass wir da nicht die Leitplanke mal eben gestreift haben, ist ein halbes Wunder. Aber naja, wir sind sehr schnell unterwegs. Vielleicht noch einen weiteren Trooper als Unterstützung. Der muss aber erst von der Einrichtung kommen und ist an einer ganz falschen Stelle damit. Wir haben auf jeden Fall einen Mustang, den wir hier verfolgen. Okay, wir nehmen einfach mal die Offroad-Strecke mit. So, hier rein. Okay. Er kann gut fahren, dafür, dass er den Mustang hier im Schnee mit der Geschwindigkeit durchfahren kann. Nicht schlecht. Vor allem so, wie der fährt. Oh, da waren wir, mein Lieber. Weil der links abbiegen hat uns nicht gesehen. Das ist natürlich etwas unverteilt, wenn man die Polizei nicht sieht. Aber mein Lieber, ich sagte, wir sind dich. Und genauso werden wir jetzt ein PIT-Manöver gleich bei dir durchführen. Sobald wir aufholen, das könnte ein bisschen schwer werden. So, okay, jetzt haben wir aber eine Möglichkeit, aber da kommt Verkehr, deswegen musste ich jetzt zurückziehen, scheiße. Das war blöd vom Timing her. Okay, jetzt vielleicht am NSX vorbei. Und
Waren sehr rabiat, dass alles schaffen ist. Holen wir uns noch eine weitere Super-Einheit. Komm. Ah, nein, nein. Okay. Ziel ist unterwegs, Zentrale. Ziel ist zu Fuß unterwegs. Wiederhole. Ziel flieht zu Fuß westlich auf dem Marlow Drive. Wir haben weitere Units, die uns helfen. Vom Anchorage Police Department. Nehmen uns den Elektroschocker raus. Den Taser und runter auf den Boden, meine Liebe. Haben wir noch weitere Trooper hier. So, schön auf dem Boden. Oh, Shots fired, Shots fired, Shots fired. So, fuck. Wenn die schießen, gehe ich immer einfach Roleplay-mäßig davon aus, dass es einen Grund gibt. Also, es ist zum Beispiel gerade eine Waffe ziehen, deswegen schieße ich dann einfach. Weil es wäre blöd, wenn wir daneben stehen und sagen, oh nee, warum schießen die? Gut, das ist geklärt. Person ist tot. Corona kommt. Wir gehen zurück in unseren Expedition. So, wunderschön mit unserem Hut können wir sehr viel sehen, vor allem wenn wir nach oben gucken. Oh, da sehen wir in den Hut rein. Schön blau. Schön blau. So, ich glaube, da wurde noch ein Schuss abgegeben gerade. Wir steigen auf jeden Fall wieder ein. So. Lichter aus. Und wir wollen hier rum. Die haben sie eingetütet. Okay. Das wollte ich zwar auch gerade machen, nur ohne das Rammen, aber naja. Die haben es nicht immer so, die Kollegen hier mit dem vernünftig fahren. Medical Escort required. Das machen wir. Wollen wir mal hinfahren. Blaulicht reicht, um da hinzukommen. Lake Winewood Drive. Sind wir gerade und jetzt hier. So. Okay, hier einmal nochmal rum und dann sind wir auch schon da. Einmal kurz auf zwei Rädern. So, wir haben auf jeden Fall unsere... Wir müssen zum Mount Sinai Medical Center. Die müssen wir einmal wenden. Wollen wir Avoid Traffic Direct Follow machen. Weil wir wollen, dass du wendest. Komm... Und jetzt kannst du wieder auf normal stellen. Perfekt. So. Wir wollen hier entlang mit dem Krankenwagen. Die wollen nämlich zum Krankenhaus und brauchen wahrscheinlich, haben die wichtige Person oder so drin, dass die unsere Hilfe brauchen. So, okay. Hier einmal rein, rechts runter auf den Marlow Drive. Also die im Moment, da kommt der Krankenwagen. Na komm, trau dich. Sind immer sehr schüchtern, die Krankenwagenfahrer hier im Callout. Ganz anders als im echten GTA, also bis zum normalen GTA, wo sie dann alles weg haben, was irgendwie kommt. Ich bin zu schnell. Ich fahre nicht schnell, Leute. Wie schnell fahren wir? Wir fahren keine 20 Meilen. Kommt. Ich roll. So. Wir können kurz Lichter wieder, die Sirene wieder ausschalten. Hier entlang. Das ist noch 1,45 Kilometer bis zum Mount Sinai Medical Center. So, da kommen sie. Perfekt. Wir müssen hier einmal rechts abbiegen. Und dann sind wir auch schon fast da. Jetzt ist es eigentlich nur noch geradeaus. Das heißt, wir müssen nur noch über die Straßen kommen. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen clearen. Könnte man dem ordern, einfach weiterzufahren? Wir können, dann könnte man hier so die Straßen blockieren. Das können wir ein bisschen machen. Jetzt, indem wir hier anhalten. Schalten wir mal kurz und na. Komm. Okay, ich glaube, jetzt haben sie es verloren. War das jetzt zu weit? Kommt. Oder traust du nicht an dem vorbei? Ach, ich glaube, traust du nicht an dem vorbei. Komm, Direct Follow machen, wa? So, kommt durch, Leute. Polizei, hallo. Hallo. Unbeeindruckt. Komplett unbeeindruckt. So, jetzt müssen wir direkt. Jetzt haben wir direkt verlassen. Jetzt müssen wir jetzt komplett hier durchleiten. Fährt uns jetzt genau hinterher. Wir haben jetzt sehr viel Verkehr hier. So, jetzt schalten wir mal wieder auf Normal um. Okay, jetzt wird's kompliziert. Etwas blöd, dass er. Warte, was? Er schafft's? Er schafft's selber? Okay, etwas blöd, dass er den Modus umschalten aufs gleiche gelegt hat wie. Ah! Okay. Komm, wir haben es fast geschafft. Hier runter.
wie Lichter an- und ausschalten. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, ramm den nochmal weg. Ja, hol nochmal ein paar neue. Sorgt dafür, dass noch ein paar mehr Leute ins Krankenhaus müssen. Komm, fahr vorbei. Was machen die da eigentlich? Deswegen nehme ich den Caller übrigens nicht an. Ja, komm, nochmal das Motorrad. Ja, kein Problem, Sachschaden. Zahlt, wie gesagt, der Steuerzahler. Dabdadam. Willst du kommen? Direct Follow. Nee. Okay, das ist mir jetzt auch zu blöd. Das ist mir jetzt auch zu blöd. Wir haben eine Road Traffic Collision. Zu der wollen wir mal schnell hinfahren. Soll der Krankenwagen selbst machen, was er will. Ich navigiere da nicht raus. Ich bin kein Babysitter für den. So, wir wollen hier auf jeden Fall zum schweren Verkehrsunfall, hieß es. Mal sehen, wie schwer er dann wirklich ist. Ist auf jeden Fall an einer guten Stelle, weil es bei Los Santos Customs ist. Das heißt, da ist kein Verkehr. Und wir können hier ganz locker einmal reinfahren. So. Da haben wir die beiden theoretisch. Hallo? Sind die in Los Santos Customs? Sind die in Los Santos Customs oder sind die auf Los Santos Customs? Wir wollen mal dich nehmen, Blister. So, ich will dich mal benutzen, damit wir da rein können. Wir wollen keine Musik. Ja. Was? Okay, hat mich verguckt. So. Okay. Ich glaube, das Spiel verarscht mich gerade ein bisschen, oder? Da kommen wir auch nicht rein. Gut, ja. Warum auch immer da jetzt was gespawnt ist. Aber das können wir eben machen. Possible Disturbance, Rockford Hills. So. Interessante Patrouille. Possible Disturbance, da wollen wir hin. Vielleicht. Sir, alles okay? Das tut mir leid. So, okay. Das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder ein falscher Anruf sein, damit wir komplett verarscht werden. Oh, mein Gott, rennt nicht über die Straße, wenn da auf Polizei kommt, okay? Und jetzt rennt doch nicht gerade. Das ist Versicherungsbetrug, oder? Mein Gott, und jetzt rechts. Ey, okay, die Leute mögen mich heute nicht. Lektion? Lektion, meine Lieber. Ja, ich fahre dich extra an, wenn du so einen Scheiß machst. Okay. Ist hier irgendwas, ist die Frage. Ist hier irgendwas passiert? Haben wir schon wieder so einen. Warum haben wir schon wieder einen markierten Van? Das hatten wir im letzten Mal auch. Hier haben wir jetzt wieder einen markierten Van. Warum? Wir wollen mal hier links reinfahren. So. Okay, wir steigen mal aus und gucken uns das mal genauer an, was mit dem Van los ist. So. Nichts. Und schon wieder Prank Calls. Irgendwie, Possible Disturbance ist in letzter Zeit nur noch ein Prank Call. Da ist gar nichts mehr. So, ihr wollt es einmal rauffahren lassen, bitte. Danke, ist sehr freundlich von dir. Und vorbei. Perfekt. Gut. Vielleicht kriegen wir noch ein paar. Nein, ich mache nicht nochmal Medical Escort. Vielleicht kriegen wir nochmal einen richtig schicken Call-Up mit Verfolgungsjagd oder so zusammen. Eine Illegal Street Race zum Beispiel. So, Blaulicht und Sirene an. Richtung Alta wollen wir. So, weg da, weg da, weg da, weg da. Wir müssen durch. Und dann holen wir uns drei Trooper schon mal mit. Und zwei Local Escort Units. Hier haben wir schon mal den Blister. An den hängen wir uns dran. Die anderen sind hinter dem anderen Fahrzeug her. Das ist schon mal ganz gut. So, okay, du rammst uns schon mal. Nehmen wir gleich unsere Waffe raus, dann nutzen wir gar nicht einen Taser. So, Alaska State Trooper, schön stehen bleiben. Oh, oh, fuck, oh, fuck. Oh, fuck. Okay, wie wir das überlebt haben, ist mir gerade ein Wunder. Ist mir gerade fraglich. So, runter auf den Boden, mein Lieber. Sei froh, dass ich dich nicht erschieße, okay? Schön runter auf den Boden. Hast uns auch einen schönen Hut abgehauen. Meine Güte, so. Gut, runter auf den Boden jetzt mit dir. Setz dich hin. Setz dich hin. Wir brauchen hier eine Local Transport Unit. Und einen Tow Truck. Und dann müssen wir zur anderen Verfolgungsjagd, so schnell es geht.
es wird eine Funktion geben, geht ja, mit der wir unsere Hupen wieder aufnehmen können. So, einmal hier. Oh Gott, vorne nochmal entlang. So, wir wollen zu einer Verfolgungsjagd. Die sind schon ewig weit weg. Okay, die sind echt schnell unterwegs. Warum fährst du in die Mitte? Aufpassen, Polizei muss durch über die rote Ampel. Unser Expedition kann zum Glück die Sprünge und so weiter gut abfangen, aber so ein Crash auch nicht, wenn du einfach davor fährst. Ach ja, die KI. Die KI ist immer sowas. Boah, wie weit sind die denn weg? Ah, okay, die sind ein bisschen weit weg, würde ich sagen. Wir kümmern uns nochmal an den Tracker hier. Okay. Wir kümmern uns an das Vehicle mit dem Tracker. 75, 80, 82. Nein, okay, es ist oben lang gefahren. Falsche Taste, ich wollte bremsen, sorry. Oh, wow, oh, oh mein Gott, Leute, oh Gott, das ist ja schon wieder so eine Folge. So, hier haben wir den Wagen. Und er steht gleich aus, der Wagen ist nicht mehr beschädigt worden. Perfekt. Weißt du was? Ich brauche mal Beschlagnahmung. Sorry, okay, hätte ich vielleicht das sogar wert machen müssen. Pass nochmal rum. Du willst nicht die Waffe ziehen, oder? Ah, fuck! Oh, nee. Sir. Danke für die Hilfe, Officer. Okay. Ich weiß nicht, wer uns da gerade geholfen hat, aber irgendjemand hat ihn erschossen. So, wir haben auf jeden Fall eine Person zu Fuß unterwegs. Wir wollen wieder kein Radio. So schön den Wheelie machen. Und wollen dann mit dem beschlagnahmten Fahrzeug hier entlang. Rum, rum, aufpassen, nicht angefahren werden. So. Oh, fuck. Oh, oh. Und er ist schon wieder gestolpert. Jetzt müssen wir nur noch einmal tasern und dann haben wir die Person auch in Haft. Perfekt. So, du bleibst einmal schön stehen. Leg dich hin. So. Ziel ist in Gewahrsamsrate. Wiederhole. Ziel ist in Gewahrsam. So, dich wollen wir auch noch dann natürlich nochmal abtransportieren lassen. Und ich denke, das war eine sehr interessante Folge, um es mal so auszudrücken. Ich denke, damit belassen wir es auch dann bei der heutigen Folge. Ich denke, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst. Abonniert und die Glocke drückt. Und ja, wir sind so kurz kapiert. Ich bedanke mich schon. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bei GCG. Ciao.